Aber wenn jetzt hier noch Betten hin... Alter, wie geil ist das denn? Ja, was? Ja, na klaro. Ja, sicher. Oh nein, was fehlt denn jetzt noch? Ach, fick die Henne, ey. Ja. Den Rest soll sie machen. Ich habe keinen Bock mehr. Also den Stein brauche ich. Und damit recht herzlich willkommen zurück zu Asker, meine Lieben. Freue mich, dass ihr da seid. Ja, wir haben den Winter gerade so überlebt, überstanden. Es wird sich zeigen, ob der Rückstand, den wir quasi ja jetzt haben, was halt bei einem Erstversuch nicht wirklich ausbleibt, ob wir das irgendwie aufholen, beziehungsweise ob das Spiel das ein Stück weit verzeiht. Wir werden das alles sehen. Ich hoffe, dass jetzt für uns erstmal so ein bisschen zumindest Ruhe einkehrt. Wir haben jetzt den Blutmond. Ich weiß natürlich nicht, ob jetzt der Bär wiederkommt. Vielleicht. Möglich. Ja, ansonsten so meine Prioritäten. Als allererstes muss ich was nachschauen, weil ich habe da zwar auch was gehört, aber ich hatte auch nochmal einen Kommentar, der mich da explizit darauf hingewiesen hat. Ich habe mir ja die Bude hier auch noch gar nicht jetzt angeguckt. Ich habe ja letzte Folge aufgehört und habe auch jetzt da genau weitergemacht. Alter, ich habe schon wieder keine Orientierung, weil es schon wieder zu dunkel ist. Hier ist die Bude. Die Bäume müssen nach und nach alle weg. Ja, also, mal ganz kurz, wenn ich jetzt nochmal neu starten würde, selbstverständlich würde ich dann mir so einen Stein suchen, dort schnellstmöglich einen Brunnen hinbauen und genau da auch direkt meine Stadt ringsherum bauen. Ne, ich würde vieles anders machen, ich würde am Anfang vielleicht auch nicht so viel auf viele Dorfbewohner gehen, sondern direkt so ein, zwei Dinge, die super wichtig sind, wo man aber anfangs nicht genau weiß, wie funktioniert es genau, wie ergiebig ist so eine Jagdhütte und. Würde ich vieles anders machen, aber es ist halt, wie es ist. Wir versuchen, das Beste rauszuholen. Es ist ja auch gerade dann auch spannend, unterhaltsam, wie auch immer. Es geht ja nicht um Profi-Gameplay oder so, ne? Weil ich glaube, es gibt immer mal wieder Leute, wo man sie schläft hier. Was machst du denn hier? Nimm das Ding hier raus. Es gibt immer mal wieder Leute, das weiß ich, auch bei anderen Let's Plays oder also anderen Let's Playern und so, die halt irgendwie eine Art Profi-Gameplay erwarten. Das ist aber nicht Sinn und Zweck, ne? Es soll ja am Ende geht es um Unterhaltung und dass man gemeinsam eine schöne Zeit hat. Genau. Ja, und jetzt will ich das mal testen. Also hier sind jetzt zwei Betten drin und hier ist ja theoretisch wirklich noch Platz. Und da hatte, wie gesagt, hatte ich einen Kommentar von, Blue Q. Das war's. Dass man hier wohl noch mehr reinbekommt. Habe ich mir alles noch nicht angeguckt, deswegen, ihr seht, es blinkt auch noch. Ey, du kannst die Buden richtig einrichten, ne? Ich habe das schon mal so grob gesehen. Du kannst den Waffenständer holen. Alter, Junge, das ist schon geil. Allerdings, hier hast du jetzt ja auch nicht so viel Platz, ne? Um noch 1000 Sachen reinzuballern. Aber wenn jetzt hier noch Betten hin... Alter, wie geil ist das denn? Ja, was? Ja, na klaro. Ja, sicher. Hier. Stand das nicht gerade noch auf Deutsch da? Ja, okay. Ist halt wie es ist. Ist es auch kein Weltuntergang. Ist nur manchmal etwas verwunderlich. Aber lassen wir immer einen Platz. Ich habe mir schon gedacht, hier passt das wahrscheinlich auch so. Rein optisch sah das so aus zumindest. Als könnte man hier auch eins dazwischen lassen. Ja. Ja, ist doch super. Ist doch geil. Was braucht denn so ein Bett? 4 Stöcke, 8 Räte. Und jetzt kommt das Rät ins Spiel. Was ich mir auch schon dachte, dass das mal quasi ein Problem wird. Dass wir das immer zu, lass ihn liegen. Dass wir das hauptsächlich immer zu Fasern verarbeitet haben. Also Prioritäten, die Betten, Bauernhof, da, ne? Und die Buden will ich dann wegreißen, weil dann passen ja 6 da erstmal rein. Das reicht mir auch für den jetzigen Augenblick. Und hier möchte ich dann das Lager hinsetzen. Weil ich glaube, das Lager sehr zentral zu setzen ist die einfachste Möglichkeit, dass sie sich dort auch gut dran bedienen, ohne Komplikation. Ich habe hier so eine eine Gebäuderessourcen-Markerfahne gesetzt, weil ich glaube, wenn da oben jetzt was gebaut wird, die Bauarbeiter hier sich das Zeug nicht mehr holen. So hatte es zumindest den Anschein, aber das muss ich jetzt mal beobachten. Ja, und ob das überhaupt nochmal was wird mit unseren jetzigen Leuten, ne, das ist ja gleich die nächste Frage.
da die ja hier alle super schlechte Werte haben. Und wenn die einmal, das steigert sich quasi ja immer weiter, ne? Ja, wir brauchen halt auch Wachen und deswegen habe ich den Turm, aber dann brauchst du ja auch erstmal wieder noch, glaube ich, eine Art Kaserne, um eine Wache auszubilden. Ich, also, es ist hart, es ist hart. So. Kommen jetzt noch Angriffe oder ist jetzt erstmal Ruhe? Ja, die ernte ich jetzt auch nicht ab. Ich habe jetzt in dieser Folge und ich werde das auch durchziehen, wenn das jetzt für mich wieder 1,5, 2 Stunden Spielzeit bedeutet, dann ist es so. Aber ich liefere euch dann bessere Qualität, bin ich der Meinung, die auch insgesamt etwas spannender ist. Und ich werde in dieser Folge die Betten, den Bauernhof und auch diesen Turm zumindest. Und ich würde jetzt mit euch nochmal gemeinsam auch schauen. Kaserne, Bogenschießstand. Was steht hier? Dorfbewohner, die diesem Gebäude zugewiesen sind, werden für den Nahkampf ausgebildet. Sie können außerdem eure Siedlung patrouillieren, wenn sie mit Hilfe von Patrouillenmarkern. Okay. Ermöglicht das Training von Dorfbewohnern in der Kunst. Von da oben, vom Turm, wäre das ja meine erste Wahl. Wie groß ist das Ding? Hält sich noch in Grenzen. Das würde ich zum Beispiel auch eher hier unten hinbauen. Das Spiel leider stresst einen doch ein bisschen zu sehr für meinen Geschmack. Am Anfang hast du nicht unbedingt das Gefühl, dass du hier sehr schnell sein musst, aber mittlerweile wissen wir, doch, solltest du. Oben sollen hauptsächlich dann Verteidigung, Wohngebäude und vielleicht kochen, aber so Bauernhof. Die Lager für Stein und so. Ich habe das jetzt hier gebaut. Ich werde das nicht nochmal alles abreißen. Wir haben hier auch ja unseren Handwerker. Ich glaube auch, dass da oben wegen den Bäumen eh noch nicht wirklich so Platz ist. Ich glaube, wir setzen es einfach hier hin. Aber ich glaube, dann drehe ich es nochmal. Hier zeigt es mir auch keinen Pfeil an. Wo ist denn hier quasi vorne und hinten? Oder wir können es auch so länglich stellen. Ja, warum nicht? Ich glaube, wir stellen das einfach hier so hin. So. Ich mach's einfach. Aber die Priorität für uns liegt jetzt trotz allem. Wobei, wie kann ich denn die noch glücklicher machen? Das ist die Frage. Ich weiß, dass gute Punkte gibt's, glaube ich, für sowas hier auch, ne? Oder? Ja, ist nicht eindeutig, ne? Wir setzen mal eins, solange, obwohl die ziehen ja jetzt bald auch um. Na, wisst ihr was? Wir suchen jetzt Red und wir machen die Betten erstmal. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Den Schlitten, ja, den brauchen wir dafür nicht. Inventar kurz, sieht ganz gut aus. Das eine Holz, das lasse ich einfach mal hier fallen. Gehen wir Red suchen. Ich glaube nur, wir müssen dazu ein ganzes Stück weg. Oder es ist vielleicht mittlerweile wieder ein neues gewachsen. Das kann sein. Das weiß ich nicht. Ist jetzt natürlich leider wieder nicht viel zu sehen, weil es dunkel ist. Ich werde hier einen Schnitt setzen. Gut. Und ja, das nehmen wir ruhig mal mit. So, jetzt. Nee, einen Moment noch, bevor ich den Schnitt setze. Kommt der Bär. Bitte nicht. Ich hatte ja jetzt auch mal bei anderen reingeguckt, aber nicht nur, wo ich schon weiter bin, ne? Und hab gesehen, ja, alle haben Probleme und so, ne? Je nachdem, manche sind ja auch noch nicht beim Winter angekommen. Winter habe ich noch bei niemandem gesehen, aber das mit den Bären. Und da hatte einer richtig Glück, weil der bei ihm ein bisschen so verbuggt war, sag ich mal. Und dadurch konnten sie den sogar erledigen. Das Glück hatte ich nicht. Ja, wie gesagt, an dieser Stelle jetzt ein Schnitt. So, da sind wir wieder zurück. Und wie gesagt, nochmal vielleicht für die, die neu sind oder vielleicht auch, also es guckt ja nicht jede Folge von Anfang bis Ende jeder durch oder manche springen ja auch mal so ein bisschen, ne? Hier ist halt die einzige Stelle hier im Umkreis, wo wir einen Brunnen bauen konnten. Deswegen werde ich jetzt alles so, was unsere Bewohner an sich persönlich so mit Schlafen, Wohnen und so betrifft, eben hier in der Nähe bauen und dafür muss hier nach und nach der ganze Wald weichen. Ja. Ich glaube, daran soll es gar nicht unbedingt scheitern, weil wir werden ja früher oder später immer wieder sehr viel Holz auch brauchen. So. Da haben wir schon mal für zwei
Oh, hier hatte ich sogar noch. Moment. Hatte ich da noch Stöcke? Aber wo denn? Ich hatte doch alles voll mit. Ja, manchmal peile ich es auch nicht so richtig. Ist ja auch nicht so schlimm. Was haben wir hier? Also, da haben wir wieder einen kleinen Trip, wenn wir den jetzt fressen. Ja, ich hole jetzt nochmal Red. Ich würde sagen. Moment. Ich konnte mir bis jetzt noch nicht merken, welche Pilze ohne Komplikation, sage ich mal, gegessen werden können. Der war es ja, glaube ich, auch nicht hier, ne? Doch. So, dann bist du erstmal voll. So. Jetzt laufe ich in die andere Richtung. Hol nochmal die 16. Red ran. Und wenn wir schon mal hier an so einem Steinchen vorbeilaufen. Also hier wäre dann noch einer, aber der ist ja dann auch schon weiter weg. Ne? Das war echt der einzige Stein, der relativ nah bei uns ist. Weil ich ja ganz am Anfang auch nicht wusste. Gehen die weit, um sich Trinken zu besorgen? Und nee, gehen sie nicht. Weil ich ja ganz am Anfang... Irgendwo hier war der Brunnen doch. Moment. Hier vorne links. Hier hinten. Die sind alle verdurstet. Oder wären verdurstet. Ich habe die dann selbst mit Trinken versorgt teilweise. Ja, das war schon alles. Das sind alles Dinge, die weißt du nicht. Aber ich möchte ja nicht in solche Spiele mit krass viel Vorkenntnissen reingehen. Das macht für mich das Spielerlebnis komplett kaputt. Ich möchte ja reingehen und Neues erleben und selbst lernen und so. Das Problem ist nur, wenn manche Dinge, je nachdem, in welchem Spiel schlecht erklärt werden oder Dinge teilweise sehr unübersichtlich sind, dann kann das auch ein bisschen frustrierend sein. Ich finde, insgesamt hält sich das hier echt in Grenzen, aber Möglichkeiten überschlagen und erschlagen sich ab einem gewissen Punkt hier ein Stück weit. Und das ist so eine Sache, da tue ich mich, glaube ich, sowieso ein bisschen schwer, weil ich immer so ein bisschen Zeit brauche. Wenn es dann einmal Klick macht, dann gehe ich richtig ab so, ne? Aber ja, ich glaube, das ist auch eine Typsache alles. So, wie gesagt, ich sammle jetzt und dann treffen wir uns gleich oben wieder und bauen die Betten. So, da sind wir wieder zurück. Die Stöcke, die finde ich ja hier im Umkreis mehr als genug. Also der halbe Wald hier liegt ja hier rum. Ja. Ja, aber wie geil ist das denn? Also mich freut das gerade richtig. Und da bin ich auch echt dankbar für den Kommentar an der Stelle. Habe ich, glaube ich, eben ganz vergessen. Aber man hat es, glaube ich, auch gemerkt. Ne? Manche Dinge muss man ja nicht explizit erwähnen. Cool. Echt cool. Also ich finde, wie gesagt, das Spiel ist so cool. Macht richtig Bock. Ich mag die Optik und so. Aber... Zum Reinkommen manchmal auch ein bisschen viel, erschlägt dich und so. Aber das ist heute, ja, bei sehr vielen Spielen so, was ich auch nicht unbedingt schlimm finde. Ja. Warum sammle ich jetzt eigentlich hier? Weiß ich auch nicht, weil ich zu viel laber und mich da nicht richtig konzentrieren kann. Bäm. Muss dann nur dran denken, mir so ein Messerchen wieder zu holen. Aber ich werde das jetzt auch mehr versuchen, echt eins nach dem anderen. Manchmal fällt das echt schwer, vor allen Dingen in den letzten Folgen, wo du gar nicht weißt, wo, wie, was machst du, ne? Wo setzt du jetzt die Prioritäten drauf und so. So, jetzt müssen wir hier erstmal die Leute alle zuordnen natürlich noch. Die ist schon drin. Zuweisen, 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 zuweisen. Wohnungspunkte. Das ist meine Hoffnung, dass das auch... die noch ein bisschen pusht, so. Wisst ihr, mit dem Feuerchen drin, die haben ein richtiges Dach über dem Kopf. So, jetzt reiße ich die Buden hier unten ab, ist mir scheißegal. Hier soll das Lager hin. Weg damit. Nee, nicht so. Hier? Abreißen. Weg. Wird ja auch mal Zeit, ne? Haben wir Rinde und alles, was wir wahrscheinlich jetzt eh gleich brauchen, hier direkt liegen. Schadet ja auch nicht. Weg. War ja auch von Anfang an nie geplant, dass das für immer hier bleibt. Das habe ich, glaube ich, auch relativ früh schon für mich entschieden und auch mal gesagt. Aber ey, wenn auch nicht, ist das jetzt. Und seht es jetzt. So. Das Feuer, das lasse ich erstmal zumindest, wenn das Lager hier hinpasst. So, wo ist das Lager? Hier. Lagerhalle. Eieiei. Ganz schöner Klopper. Aber ist ja gut, dann passt wenigstens viel rein. Aber vielleicht passt es ja hier. Ey, perfekt. Ich will nur eben gucken, dass es einigermaßen eine
So parallel, so, ne? So ein bisschen wenigstens. Was hat dieser eine Pfeil jetzt da zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Ich setze es jetzt hier hin. So. Ach, sammel doch nicht die Stöcke. Oh, das war einer zu viel. Ja, aber dafür ist sie ja auch da, ne? So. Der Turm ist sogar fertig, ne? Das läuft so geschmeidig. Wir brauchen jetzt noch ein Seil. Wir gucken mal, ob hier Fasern mittlerweile wieder drin sind. Ich weiß es nicht. Könnte sein. Nein. Eine Faser ist halt keine Faser. Ja, aber woher auch, ne? Beziehungsweise schon, wenn sie da oben sammeln, finden sie ja die Fasern auch mal eher. Wieso sieht das schon wieder nach so einem Rot-Blutmond aus? So rötlich? Lass den Scheiß. Oh, hier müssen auch Seile rein, sehe ich gerade. Ja, pack die einfach schon mal rein. Wie viele? Was brauchen wir hier? Noch zwei. Ja. Und sechsmal großer Stein. Ja, leck mich doch fett. So, ihr habt's gesehen. Ich habe das, die Steine hingebracht. Hab auch noch einen jetzt schon, zur Kaserne oder zum Bogenschießstand, besser gesagt, gebracht. Und jetzt dachte ich mir, nehme ich doch mal den Schlitten mit. Weil ich habe hier einen zerkloppt. Da kommen ja doch einige raus. Jetzt fehlen uns noch zwei. Was mich jetzt interessieren würde, hier passen doch bestimmt noch drei Stück theoretisch drauf. Lass uns mal schnell gucken, ob hier noch ein Stein in der Nähe ist. Hier. Ja, dann mache ich den noch weg. Dann haben wir das direkt mit einem Abwasch weg. Der Schlitten ist an sich eine coole Sache. Ich hätte mir nur gewünscht, bin ich ehrlich, dass zumindest vier von den Langhölzern drauf passen oder fünf. Drei ist halt so ein bisschen, aber besser als nichts. Ja. So. Ich klopp den eben weg und dann hole ich euch wieder rein. Tja. Leider nicht. Passen doch nur drei. Ah, das ist wirklich ein bisschen zu wenig in meinen Augen. Aber okay. Da müssen wir eben nochmal hier hoch. Dann nehme ich aber gleich nochmal drei Stück wenigstens mit. Dann haben wir aber zumindest die Steine hier auch schon mal weg, was die Kaserne Bogenschießstand. Haben wir dann weg. Den Rest sollte ja unsere Bauarbeiterin eigentlich hinbekommen, ohne größere Probleme. So. Rennen wir nochmal da hoch. Ist natürlich nur die Stufe 1 von 3. Ich übersehe das manchmal, ich achte da nicht so drauf. Könnte natürlich noch einiges jetzt passieren. Dass wir noch sehr viel brauchen. Was ich aber ehrlich gesagt nicht unbedingt glaube. Ja, ihr macht das gut, ihr macht das gut. Ich freue mich, dass ihr wenigstens aktiv seid. Und ich hoffe, dass ich, sobald ich hier die Kaserne fertig habe und einen auf den Wachturm stelle. Es steht ja relativ zentral. Müsste eigentlich auch das Häuschen, das ist ja relativ nah. Ich hoffe, dass es das mit abdeckt. Kann man das eigentlich sehen, ob der einen Radius hat? Moment. Oh oh. Ist ja doch weiter weg, als ich dachte. Eieiei. Schmeißen wir den erstmal hier rein. So. Zwei Seile noch. Das ganze große Gras hier, das ist so, das muss, eigentlich muss das weg. So, zwei Seile und zwei lange Stöcke sind ja für euch gar kein Problem, da ist genug da. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal kurz ein bisschen Fasern und Rät suchen. Werd mal mich hier so ein bisschen hier oben aufhalten, in der Hoffnung, dass ich hier noch so ein paar Flachsbüsche finde. Und dann hole ich euch wieder rein, wenn ich wieder zurück bin. So machen wir das. So, da sind wir. Ich habe auf dem Weg zurück echt noch einiges an Flachs gefunden.
Siedler selbst, ne? Es hat sich gelohnt. Ja, was ich auch bis heute noch nicht weiß, ist, wie das mit dem Bergbau funktioniert. Ich kam ja noch nicht dazu, mich in Ruhe umzugucken. So, wie läuft denn das hier überhaupt jetzt? Hm? Ja, warte mal ab jetzt. Aufgaben anzeigen. Wählt aus, was ihr pflanzen möchtet. Okay, ich mache das erstmal weg. Ich will das sofort hier sehen. Erstmal möchte ich jetzt... Wen nehmen wir dafür? Irgendeiner war gut. Der hier, ne? Aber der sammelt. Na, da müssen wir jemand anderen so lange dafür nehmen. Moment. Hier, grüner Daumen. Ich habe ein Talent für Landwirtschaft. Ja. Okay, nehmen wir ihn hierfür. Bauernhof. Dann nehmen wir jetzt... wie können wir jetzt entbehren so lange? Schwierig, ne? Ich glaube, ich lasse mit den Steinen, ich glaube, das kriege ich noch. Ach, was mache ich denn? Dummkopf. Nein. Mach ich gleich, Moment. Ich möchte jetzt hier... Okay, ich muss es erst verbessern, wie es aussieht, ne? Ja, wir machen das einfach. Ich muss jetzt hier nämlich erstmal noch eine Fläche zufügen, siehst du? Weiß ich doch auch nicht. So. What? Aber was brauche ich denn hier alles? Noch 7 Stöcke. Okay, wir holen die Stöcke erstmal. Und hier soll die eine hin. So. Das ist wichtig, solange der Bauernhof ja noch nichts abwirft. Ne? So, hier liegt doch noch genug Zeug rum. Das ist ja das Schöne. Man bekommt auch einiges wieder zurück. Wie viel waren es? 7 Stöcke. Na gut. Klaut ihr mir meine ganzen Stöcke, ihr Schweinchen? Das ist Rinde. Ja, die bauen das auch selbst. Ich weiß, ich möchte einfach, dass... Ich möchte hier direkt was in Auftrag geben. So, jetzt. Oh, wir brauchen einen Rechen. Ja, geil. hier. Holzrechen. Herstellen. Hier sind alle Sachen vorhanden. Das ist schön, dass man immer aus dem Lagerbestand hier mitbauen. Das ist so gut. Warum das in vielen Spielen nicht so ist, begreife ich bis heute nicht. Das ist so, ja, selbsterklärend, dass das auch Sinn macht, so, ne? So ist denn unser kleiner Gärtner. Hier, liegt er faul rum? Ich sehe ihn gar nicht. Komm mal her. Mach dich an die Arbeit. So, Aufgaben. Ja, was ist denn jetzt los? So. Nee, warte, alter Schwede, ganz ruhig. Aha. Was möchten wir? Ich würde sagen Knoblauch. Wegen Energie. Zwiebel. Auch wegen Energie. Und wir müssen auch gucken, ne? Flachs. Bärchen noch? Wegen Köder und so? Ja, dann machen wir eben doch eine Reihe Flocks. Warum nicht? Safe. Schauen wir mal. Perfekt. Seile. Habe ich jetzt, glaube ich, alle für den Bauernhof hier verballert, ne? Ja, das ging glatt auf. Ist auch merkwürdig manchmal. Okay, 2 Seile noch. Hol ich ran.
mache ich wieder einen Schnitt. So, ich bin wieder zurück. Ich habe mal noch einen Stein mitgebracht, der mir so auf dem Weg quasi... Was heißt auf dem Weg? Ich habe halt auch nochmal Jotunblut einfach mitgenommen. Ja, früher oder später brauchen wir das ja sowieso. Und ich habe dann nochmal genau darauf geachtet, dass wenn du... Moment, Knoblauch oder so oder Zwiebel, wenn du das isst und das ist nur noch, also nicht mehr im grünen Bereich, sondern im gelben, dann heilt es nicht mehr. Also hatte ich da echt den richtigen Eindruck. So, ich habe auch ein bisschen Reet gesammelt, was ich hier mal lagern wollte. Werden wir, habe ich so das Gefühl, öfter noch brauchen. So, bauen wir das. Dann letzte Stufe, ich bin mal gespannt. Ich glaube, dann wird sowas wie Rinde wieder ein Thema sein. Ja. Ist ja oft so fürs Dach, vermute ich mal. Und Rinder haben wir ja mehr als genug hier rumfliegen. Perfekt. Dann werde ich irgendeinen erstmal zwangsläufig irgendwo abnehmen, abziehen und hier einfach reinballern. Ich weiß nicht, wie das dann funktioniert. Kein Plan. Ich weiß nicht, wie es funktioniert halt, ne? Wir müssen ja irgendeinen erstmal wo rausnehmen. Ich weiß halt nur nicht. Schwierig. Fischhütte würde ich gerne lassen, genau wie Grill, Bauernhof. Am ehesten Holzfäller erstmal raus. So. Und jetzt kann ich hier... Mach das mal weg. Bogenschütze. Ja. Klar. Moment. Wäre das nicht nötig gewesen? Ich muss was testen. Oder hätte ich sie jetzt auch vorher schon dem Turm hier oben zuweisen können? Ich hätte gedacht, dass wir sie quasi dort erst ausbilden müssen. War das jetzt unnötig? Komm, wir machen die mal an. Können dann bei den Hütten oben auch jemand noch solche Steinlaternen bauen? Fände ich auch cool. Ich muss ja verstehen, ich habe nichts nachgelesen. Ich weiß nicht. Ja, okay. Das andere Gebäude ist dann nur, damit die diesen Patrouillenfahren folgen. Okay, ja, wusste ich ja nicht. Wusste ich ja nicht. Okay, dann brauchen wir jetzt aber Bogen und Pfeile. Einfacher Bogen, schwacher. Das, der andere ging ja noch nicht. Was brauchten wir dafür eigentlich? Holzschaft. Damit kann ich mich jetzt nicht auch noch beschäftigen. Drei Seile und ein paar Knöchlein. Da haben wir... Irgendwo noch ganz viele. Hier, in der Jagdhütte. Okay, das heißt, ein letztes Mal Flachs und Reh suchen. Und ein letzter Schnitt wahrscheinlich für diese Folge. Bis gleich. So, ich bin wieder zurück. Ich wollte ja zur Jagdhütte gehen. Ja, die war kaputt. Das habe ich leider nicht vorher gesehen. Da musste ich jetzt auch nochmal ordentlich Zeug ran schaffen. Seile habe ich aber alle fertig und mitgebracht. Auch hierfür genug. Ja, jetzt sind wahrscheinlich die Knochen nicht mehr da, die ich eigentlich hier holen wollte. Ja. Oh nein, was fehlt denn jetzt noch? Ach, fick die Henne, ey. Ja. Den Rest soll sie machen. Ich habe keinen Bock mehr. Achso, den Stein brauche ich. Nö, habe ich keinen Bock. Ich habe wieder nicht drauf geachtet, dass das drei Schritte sind. Ja, war halt komplett kaputt. Das war jetzt eigentlich ein Neubau. Ah, ärgerlich, ey. Lagermenü öffnen, machen wir erstmal das. Erweiterung, Lagerhallen, Dach. Das interessiert mich jetzt gerade. Ah, okay, das machen wir. Junge, ich kotze gleich im Strahl. Ich hab doch vorher, hat's mir das doch grün angezeigt. Willst du mich verkackeiern? Aber Moment, vielleicht liegt es auch nur daran. Bitte lass es nur daran liegen. Bitte.
Aber hier liegen ja auch Sachen im Weg. Nein, es liegt an der Unebenheit. Ach, komm schon. Oh mein Gott. Ah, und du willst es immer falsch rum machen. Hier. Lände zu steil. Ach, komm schon. Ah, egal, warte, das geht vielleicht trotzdem. Es passt. Ran da. Ich glaube, jetzt passt es. Ich glaube, jetzt passt es. Okay, erst muss die eine fertig. Ich glaube, jetzt passt es aber. Ja, das sollte gehen. Ansonsten kloppen wir hier nochmal ein bisschen drauf rum. Hier. So, weißt du. Ah, das geht schon. Sehr schön. Jetzt müssen wir den Turm da oben noch eben abreißen. Und ich muss... Nee, ich muss... Eigentlich muss ich ja noch eben hier die abernten. Ich brauche mal nochmal so ein Messer. Die sind hier reingeglitscht. So, das reicht. Und wisst ihr, was das Witzige ist? Ich weiß gar nicht mehr, was ich da bauen wollte. Weil ich jetzt so viel anderes Zeug gemacht hab, dass ich das einfach vergessen habe. Was wollte ich denn damit machen? Verdammt, noch eins. Ich hab's vergessen. Müssen wir was trinken. Und die Flasche auch mal wieder auffüllen. Kannst du noch was essen? Zack. Was wollte ich mit den... Ich hab's wirklich vergessen. Womit hatte das noch was zu tun? Ich hab's vergessen. Hat es hier was mit dem Bauernhof zu tun? Was ist denn jetzt hier eigentlich? Hat er hier schon was? Ja. Nö, nee, was? Wächst? Wächst. Okay. Ich guck nochmal hier durch, vielleicht fällt es mir dann ein. Ah, Bogen war es und Pfeile. Ach, komm schon! Alter, diese verschissenen Seile, alter Schwede. Ah, ich habe ja noch ein paar Fasern. Oh, es reicht. Könnt ausrasten. Den Scheißbogen jetzt. So, und Pfeile hatte ich, glaube ich, noch sehr viele, aber... Ah, jetzt brauche ich Stöcke. Lass uns diesen Turm hier eben noch platzieren. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Wo war es denn jetzt? Hier. Diese Sachen tragen auch nicht zum Verteidigungsschutz bei, ne? Das ist halt die Sache. Ich würde sagen, wir stellen den hier mit bisschen Abstand. So. Zack. Dann ebnen wir das noch. Ah, zu weit weg.
heften das hier an, dass wir das so ein bisschen mit im Überblick haben. Ich überlege gerade, wir brauchen schon wieder Seile und das nicht zu knapp. Also das mit den Seilen, das wird langsam ein bisschen nervig, wenn ich ehrlich bin. Ja, dann reiße ich den jetzt doch nochmal ab. Ich habe keine Lust jetzt schon wieder so weit, weil ich muss so weit laufen im Moment, um an diese Seile zu bekommen. Zu kommen. Um Seile zu bekommen, wollte ich sagen. Ja, ist mir egal. Und was ich auch ein bisschen schade finde, was ich hoffe, dass sie das noch ändern, ist, dass die Gebäude so schnell auch Schaden durchs Wetter nehmen. Das ist ein bisschen, ja. Also Realismus ist ja bis zu einem gewissen Grad immer was Schönes, aber man sollte es vielleicht nicht übertreiben. Am Ende ist es immer noch ein Spiel. Und wenn es dann eine 100% Simulation ist, dann kann ich auch einfach rausgehen, so ungefähr, weißt du? So. Ein Seil noch. Da hätten wir das. Stöcke. 25, ja klar. Erstmal gucken. Davon können wir zumindest einmal welche machen. Und von denen dreimal. So, da kommt der letzte lange Stock. Ich habe nochmal so einen schönen Spaßpilz gefressen. Weil ich noch welche im Inventar hatte. Und sie hatte halt ein bisschen Appetit. So. Jetzt würde ich gerne kurz noch eins vorher wissen. Hierfür bräuchten wir schon Nägel. Okay. Wachturmdach könnten wir bauen. Verstärken. Und ich glaube, das sollten wir machen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich möchte jetzt wissen, wenn ich sie hier zuweise. Und zwar war das ja, ich weiß nicht mehr. Hier, nee, sie. Umgang mit allerlei Fernwaffen. Perfekt. Astrid. Dann komm mal ran. Ist sie gleich natürlich wieder abgehauen, ne? Natürlich. Astrid. Bewegt deinen Arsch. Was machst du da? Das ist sie doch gar nicht. Doch. Komm her. Oh, sie hat sich die Pfeile auch geholt, weil da noch welche waren, ne? Wir müssen das mal sortieren. Es ist ein Chaos in diesen Menüs von denen hier. Also das Inventar ist ja eine Katastrophe. Wieso hast du denn zwei davon? Und das hier davon auch. Was sammelst du denn alles? Ja, hier. Ja, Moment. Machen wir so. Hier hast du noch mehr Pfeile. Bam, bam. Hast du ja erstmal ein bisschen wenigstens. So, sie ist dem Wachturm jetzt zugeteilt. Wie viele Punkte gibt er denn? Oh, da steht ja gar nicht zu. Ey, das täuscht immer so krass, wenn man hier so steht. Aber wenn ich jetzt von hier komme und das sehe, könnte ich kotzen. Aber ist egal. 10 Verteidigungspunkte. Ist das viel? Wahrscheinlich nicht. Aber was anderes haben wir jetzt nicht. Müde von elektrischer Bestürzung, was auch immer das zu bedeuten hat. So. Mäßig steigend. Immer noch abnehmend. 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 Was ist dein Problem? Das ist noch zu viel? Willst du mich verarschen? Jetzt sind immer noch zu viele Arbeitsstunden. Jetzt ist aber leicht steigend wenigstens. Versteht ihr, was ich meine? Das ist lächerlich, aber. Was? Jetzt steigt es aber immerhin signifikant. Wenigstens, das will ich ja bloß erstmal erreichen. Wisst ihr? Leicht steigend. Immerhin. Und das sind denn noch zu viele Arbeitsstunden. Ist das euer fucking Ernst, ey? Leicht steigend. Leicht steigend. Mäßig abnehmend. Ja, ich mache ja alles schon hier, ne? Ihr seid faule Säcke, ganz ehrlich. Leicht steigend. Jetzt fehlt sie noch. Das ist heftig. So, leicht steigend, leicht steigend, leicht steigend. Leicht, ne, mäßig, ne, signifikant. Bei ihm könnten wir es. Und das war der, dem es echt erst am beschissensten ging, ne?
Signifikant, signifikant. Lassen wir das erstmal so. Sind wir erstmal so auf der sicheren Seite? Ja, keine Ahnung. Hauptsache, die Werte steigen. Es gibt ein bisschen Schutz. Ja, und dann werde ich mir ein bisschen was überlegen, was wir so als nächstes jetzt angehen. Ich werde den Bauernhof beobachten. Ach so, eigentlich wollte ich ja den Bauernhof fertig ge Bauernhof, sage ich schon hier, das Lager auch fertig gebaut haben. Hat jetzt nicht ganz geklappt, was das angeht. Falsche Taste. Ja, ich muss halt Steine ranholen. Und Seile. Seile hat man schon lange nicht mehr so, ne? Braucht man die ganze Zeit gar nicht. Ja, okay. Ich würde sagen, hören wir hier an der Stelle auf. Habe ich zumindest doch mehr oder weniger das geschafft, was ich schaffen wollte, weil das Grundgerüst steht ja. Ich werde dann beide Seiten mit euch nächste Folge zu Ende bauen. Hier die ersten Lagerständer oder was, das habe ich schon gesehen irgendwann mal. Weiß ich gar nicht, war das hier? Nee. Hier. Lagerhalle, hier waren, glaube ich, hier Stock und so. Da suchen wir uns dann die passenden Sachen. Hier Fischgestell zum Beispiel. Dann werde ich hier wahrscheinlich auch nochmal so ein Fähnchen setzen müssen oder so. Weiß ich nicht. Wenn das einer weiß, gerne rein in die Kommentare. Also, oder falls ich, wenn ich mich immer wieder dieselben Dinge frage und es anspreche. In der Regel habe ich dann vielleicht auch schon mal irgendwann gesagt, wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne sagen. Nur nicht krass spoilern und nicht mir irgendwie zu früh Dinge sagen, die ich vielleicht noch selber rausfinde oder so, weil ich die vielleicht jetzt auch noch nicht wissen kann. Und was ich auch gern wüsste, ist, ob man das optisch zumindest leicht erkennt, wo man diesen Höhleneingang für die Mine bauen kann. Das würde ich auch noch gerne wissen, weil ich das nicht weiß. Genau. Ansonsten bin ich erstmal zufrieden. Als nächstes schnellstmöglich das zweite Haus. Noch ein paar Leute. Und dann sollten wir hier langsam einigermaßen klarkommen. Hoffe ich. Bis dahin, habt ihr schöne Zeit. Nicht vergessen zu kommentieren, zu abonnieren, zu liken, zu teilen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, habt eine schöne Zeit und bleibt vor allem gesund. Ciao, ciao.